بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين sehr verehrte Zuhörer, Brüder und Schwestern, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Das ist eine Ehre für mich, nochmal hier sprechen zu dürfen. Jeden Tag können wir uns an einen der Helden von Ashura erinnern. Und heute ist Ali Akbar dran. Ali Akbar war kein normaler junger Mann. Der war ein ansehnlicher, tapfer, kämpferischer junger Mann, der von Abbas a.s. diese Schwerkampfkunst und diese Bogenschießen erlernt hat. Der war nur 18 Jahre alt, als er aufs Feld gegangen ist. Sie können sich vorstellen, Imam Hussein ist ein Mensch. Der ist ein großer Imam von uns, aber auch ein Mensch. Der hat auch Gefühle. Die Väter, die hier sitzen und auch ein 18-Jähriger bei sich haben, sie können mich vielleicht besser verstehen. Man hat ein starkes Gefühl, Sohn-Vater-Gefühl, und das ist auch zu Recht so. So, wir wissen, ab heute wurde das Wasser knapp. Ab heute wurde das Wasserhahn gedreht, zugedreht. So, keiner hat ein bisschen Reserve gehabt. Diese kleine Tochter hat ein bisschen Reserve gehabt. Sie hat diese kleine Menge von Wasser mit anderen geteilt. Und alle anderen Kinder haben immer zu ihr geschaut. Aber auch bei ihr wurde das Wasser knapp und hat nichts anzubieten. So, die Zeit ist gekommen. Imam Hussein hat alle seine Soldaten aufs Schlachtfeld geschickt. Und jetzt ist einer der Beste von seinen Familienmitgliedern dran, und zwar Ali Akbar, Friede sei mit ihm. So, Leila war die Mutter von Ali Akbar. Und Ali Akbar hat einige Male versucht, von Imam Hussein die Erlaubnis bekommen, aufs Schlachtfeld zu gehen. Das war eine sehr schwere Entscheidung für Imam Hussein. Seine ältere Sohn aufs Schlachtfeld zu schicken. Ein Zitat, was ich gerne jetzt hier vorlesen möchte. Wenn immer ich an meinen Großvater denken wollte, habe ich an Ali Akbar geblickt. Von wem ist dieses Zitat? Das wissen wir alle. Das ist von Imam Hussein. Friede sei mit ihm. Weil Ali Akbar war Prophet Muhammad sehr, sehr ähnlich. Khalqan wa khulqan. In dieser Hinsicht, wenn Imam Hussein eine Sehnsucht nach seinem Großvater hat, also in der gewöhnlichen Sinne, was wir in gebräuchlicher Sinne sprechen, der hat immer an Ali Akbar geguckt. Und jetzt wird auch ihm fehlen. Sie können sich vorstellen, wie schwer diese Entscheidung ist für Imam Hussein. Aber das Ziel ist schon gesetzt. Diese Zielsetzung war für Imam Hussein schon lange, als er von Medina nach Mekka gereist ist. Das war alles entschieden. Der wusste, dass er alle seine Familienmitglieder und seine Gefährten verlieren wird. Aber der hat alles versucht, alles zu stoppen. Wie ich gesagt habe, auch vorgestern und davor, Imam Hussein war nicht auf diese kriegerische Auseinandersetzung eingestellt. Das war nicht so. Der hat alles versucht, bis zum letzten Minuten alles zu vermeiden. Und wie gesagt, die Armee von Yazid zur Vernunft zu bringen. Und er hat immer wieder betont, ich bin der Enkelsohn von dem Prophet. Derjenige, der jeden Tag in Gebet und dieser Gebetsruf seinen Namen gerufen wird. Aber die haben keinen Verstand von solcher Rede. Deswegen
waren sie auch die Armee von Yazid darauf eingestellt, diesen Krieg zu führen. So, und Ali Akbar hat eine sehr schöne, laute Stimme gehabt, eine schöne, klare Stimme. Der hat immer diese Adhan, diesen Gebetsruf zitiert oder gerufen. Und das war aber am Tag Ashura, das war seine letzte. Und alle wussten, dass Imam Hussein, dass sein Sohn verlieren wird. Die Frauen wussten das. Zainab Salamullah alaiha wusste das. Das ist das allerletzte Mal, dass sie auch die Stimme von Ali Akbar hört. Die waren alle sehr traurig. Imam Hussein war beim Weinen, als Ali Akbar ihm um Erlaubnis gebeten hat, aufs Schlachtfeld zu gehen. Der hat ihm die Erlaubnis gegeben, aber trotzdem hat er ihm aufgefordert, von seiner Tante, seiner Schwester und seiner Mutter sich zu verabschieden. Und das war noch eine schwierige Entscheidung. So, die Frauen waren auch weinend, haben ihn umarmt und ihm die Erlaubnis gegeben, aufs Schlachtfeld zu gehen. Und das war die letzte Entscheidung, die ihm erlaubt hat, jetzt zu kämpfen. Ali Akbar, wie ich gesagt habe, der hat diese Schwertkampfkunst von Hazrat Abbas gelernt. Und über Hazrat Abbas werden wir morgen Abend reden. Und so, der war ein sehr kämpferischer junger Mann. Und mit der Erlaubnis des Vaters und der Mutter und der Tante, Hazrat Zainab hat sogar gesagt, wie können wir nach dir leben? Man muss sich so vorstellen, die Frauen haben auch, wir können nicht sagen, Hazrat Zainab natürlich, da war ein sie war eine sehr starke Frau. Ja? Sie hat diese Botschaft von Imam Hussein sogar zu Palast von Yazid genommen. Sehr tapfere und sehr starke Frau, aber sie haben auch Gefühle, sie sind Menschen. Sie können sich sehr schwer auch von Ali Akbar trennen. Aber trotzdem haben sie sich die Entscheidung getroffen, Ali Akbar erlaubt, aufs Schlachtfeld zu gehen. So, Ali Akbar hat schon einige von diesen großen Männern von Armee Yazid schon getötet. Die haben aber ihn umkreist. Und eine Pfeile flog durch die Wüste durch und traf ihn in seine Brust. Und so ist auch von Pferd heruntergefallen. Imam Hussein hat seine Schreie gehört, hat gesagt, O Vater, das ist meine letzte Grüße zu dir. Imam Hussein hat nach dieser Stimme gesucht und hat Ali Akbar auf dem Boden gefunden. Mit einem Hand, die andere Hand, ich traue mich nicht mehr weiter zu sagen, was mit anderer Hand passiert ist. Der lag auf dem Boden. Imam Hussein kam und umarmte ihn. Und Ali Akbar versucht auch, seinen Vater zu umarmen, die letzte Minute seines Lebens, aber mit nur einem Hand. Imam Hussein hat ihm gefragt, was ist mit deiner anderen Hand passiert? Und das war der große Moment, was Ali Akbar nicht keine Antwort geben konnte, weil seine andere Hand wurde auch getroffen von dieser Sperre und diese Pfeile und diese Steine, die auf ihn geworfen sind. Und Imam Hussein hat mit Schwierigkeit auch diese Pfeil und diese Sperre von seinem Körper entfernt. Aber das war schon zu spät. Ali Akbar, Salamullah alayhi, hat seinen letzten Atemzug genommen und hat sich von dieser Welt verabschiedet. Und Imam Hussein ist zu ihm gerannt und umarmte ihn und sagte, mein Sohn, nach dir ist die Welt so wertlos wie Staub. Das sind genau die Worte von Imam Hussein, salamullah alayhi. Er trug seinen Sohn zu den Zelten und hat sich von seinem Sohn verabschiedet. Eine Sache möchte ich hier erwähnen. Vor einer Woche habe ich hier euch eine Aufgabe übergeben. Und zwar dieser Satz, der hinter mir steht. Husseinu minni wa ana min Hussein. Wenn Hussein von Prophet Muhammad salawatullah wa salam alayhi ist,
und ist auch so. Wenn dem so ist, dann haben die Mörder von Imam Hussein auch den Prophet getötet. Der Mörder von Imam Hussein haben nicht nur ihn getötet als Person, sondern auch die Ideen von Prophet und auch andere Propheten. Deswegen habe ich diese Aya ganz am Anfang zitiert und vorgelesen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ. Wir wissen alle, dass Imam Hussein بِغَيْرِ حَقٍّ getötet wurde. Und wenn Prophet Salawatullah wa Salamuhu alayhi sagte selber Husseinu minni wa ana min Hussein, diejenigen, die ihn getötet haben, haben auch Prophet Muhammad getötet. Weil es geht nicht um die Person. Es geht nicht unbedingt um diese körperliche, physikalische Person, sondern auch um die Ideen. Und deswegen müssen wir diesen Satz besser verstehen. Husseinu minni wa ana min Hussein. Wie kann Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, auch von Hussein sein? Das ist doch sein Enkelsohn. Das heißt, seine Religion ist von ihm am Leben geblieben, seit 1400 Jahren. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir die Bedeutung von diesem Satz richtig verstehen. Und diese Wa ana min Hussein, das hat eine großartige Bedeutung. Und das haben wir inshallah etwas klarer aufgegriffen. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِمُونَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.